Hallo Freunde, hier ist Ali traurig. Physik, Länge, Masseinheiten umrechnen. Länge Perfekt. Weißt du, was Länge Perfekt ist? Habe ich schon bei letzten Video erklärt. Zum Beispiel, hier ist das auch ein Beispiel. Das heißt, alle Präfix, zum Beispiel von groß nach klein, von klein nach groß, ist das Präfix. Okay. Trigonometrie, TM, Abkürzung. Geometrie, GM, Abkürzung. Aber pass mal auf. Und T ist groß, G ist groß, M ist ebenfalls groß. Und Megamete ist so auch, ja, ist groß. Und der andere M ist da kleiner. Ja, okay. Und Kilogramm ist K ist auch kleiner. M auch kleiner. Mete ist auch kleiner, ja. Dezimeter DM. Zentimeter CM. Und Millimeter Doppel-M. Doppel-M. Und Mikrometer ist Mikro-M. Und Nanometer ist NM und Pikometer ist PM. Und das heißt, alles zusammen Länge Perfekt. Perfekt kann bei jeder Maßeinheit Perfekt sein, aber hier siehst du erstmal Länge Perfekt. Kann Zeit Perfekt, kein Liter Perfekt, alles möglich kann sein. Okay, und zum Beispiel von Tirometer nach Kilometer umrechnen. Okay, hier ist Tirometer, Gigameter und hier ist natürlich Megameter und Kilometer. Wie rechnet man dies? Und jetzt gehen wir los zum Rechnen. Okay, ein Tirometer ist 1000 Gigameter und ein Million Megameter und 1 Milliard Kilometer. Ja, okay. Und ein Gigameter ist ein Gigameter, 1000 Megameter und 1 Millionen Kilometer. Yeah. Und ein Megameter 0,001 Gigameter und ein Megameter und 1000 Kilometer. Okay, und Kilometer ist 0,00001 Gigameter und 0,001 Megameter und 1 Kilometer natürlich. Okay, letzter Beispiel, das hier. Von Kilometer nach Zentimeter umrechnen. Ja? Okay. Kilometer, Meter, Dezimeter und Zentimeter. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber überhaupt keiner ist schwierig. Keine schwierigen Formen. Okay, ein Kilometer ist 1000 Meter und sind 1000 Dezimeter und 100.000 Meter. Und ein Meter ist ein Meter. Und sind Dezimeter und 100 Zentimeter. Ein Dezimeter ist 0,1 Meter und ein Dezimeter natürlich und sind Zentimeter. Und ein Dezimeter heißt auch ein Liter. Ein Liter, ein Dezimeter Kubikmeter ist gleich ein Liter, ja, wenn man zum Liter rechnet, er kommt später beim nächsten Video auch dazu, ja, okay. Wo waren wir? Ja, beim letzten Zentimeter. Ein Zentimeter 0,01 Meter und 0,1 Dezimeter und ein Zentimeter. Ja, das ist schon gut. Okay, letzter Beispiel.
von diesem her rechnen, okay? Von Centi nach Zentimeter nach Pikometer umrechnen. Yes. Okay, Zentimeter, Millimeter, Mikrometer und Nanometer natürlich. Okay, fangen wir an. Zu schnell, nicht zu schnell, aber langsam, ganz deutlich. Und so weit. Crossing. Okay, ein Zentiliter. Was ist hier Liter denn? Ich brauche nicht gar nicht Liter. Aber ach so, Zentimeter brauche ich hier, ja. Ein Zentimeter, ja, und von hier. Okay, ein Zentimeter, ja. Ein Zentimeter. Ups. Ja, Entschuldigung. Zentimeter. Ja, jetzt ist okay. Zentimeter. Okay, ein Zentimeter ist 10 Millimeter und 10.000 Mikro, ach so, Mikrometer, ja, 10.000 Mikrometer und 10 Milliarden Nanometer. Okay, ein Millimeter ist 1 Millimeter, 1000 Mikrometer und 1 Millionen Nanometer. Ja, okay. Ein Mikrometer ist 0,001 Millimeter und 1 Mikrometer und 1000 Nanometer. Und ein Nanometer ist 0,00001 Millimeter. Und 0,001 Mikrometer und 1 Mikro und 1 Nanometer. Und auch ein Pikometer ist so, dass du kannst ja selber rechnen, weil meine Sprache dazu ist ganz komisch, ja. Und beim Nanometer ist 1, 0, 0, 0 und 0, 0, 0, 0 Nanometer, ja. Und Pikometer ist natürlich ein Pikometer, ja. Und das Video hier ist auch vorbei und bis nächstes Mal. Mein Name ist Ali Traurig. Warum ich traurig bin und das erkläre ich im nächsten Video oder nächsten Monat, sowas, ja. Heute wirklich, wirklich, ich losen und bis nächstes Mal. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiederhören beim YouTube-Plattform, okay.